So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüssi. So, herzlich willkommen nochmal auf meinem versüfften, verschimmelten Kanal. Grüße euch erstmal alle zusammen. Heute wollte ich nochmal die Variante testen auf 10 Cent Einsatz mit 5 Säcke einkaufen. In Sachen Fettbanker, herzlich willkommen. Das wären 61,20 €. Mal schauen, ob sich das noch rentiert. Bin da letzte Mal so leicht auf den Geschmack gekommen. Allerdings nur auf 10 Cent. Und wollte die ganze Sache jetzt noch mal hier ein bisschen anzocken. Schauen wir mal. Wie gesagt, man muss erstmal die 61,20 € ins Verdienen bringen und dann erst, wenn man die Summe darüber hinaus übersteigt, hat man Gewinn. Das mal zur Info, aber hier kann man sofort mit 5 Säcke dann praktisch loslegen. Ja, ist natürlich auch keine Gewinngarantie, aber man spart sich im Grunde genommen die erste Runde. So. Und mal schauen, was dabei rumkommt. Ich finde, der Vorteil mit diesen Säcken einkaufen, finde ich, dass der Multiplikator teilweise auf mal 5, mal 7 hochgeht. Und das finde ich schon sehr interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Runde 3 ist schon mal drin. Und der Dicke geht jetzt nach links, da wo er hingehört. Allerdings gewinne noch ein bisschen mager. Und haben wir die Rothaarige, aber leider Gottes nicht richtig. Ja, einen verfurzten Zylinder, den braucht kein Schwanz. Aber vielleicht ist noch Level 4 drin. Ah, bin ein bisschen entfernt von meinem Einsatz. Gerade ist ein 20 auf dem Tacho. Jawohl, jetzt haben wir Level 4. Jetzt hat sich da doch dieser Vorteil doch ein bisschen bemerkbar gemacht. So, Level 4. Und die Position ist 1A, kann man nicht meckern. Mal schauen. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Gewinne hier auf dem Tacho. 20, oder? Oh. Doch über 30 €. Und das noch oben. Oh, die Zigarette auch noch mitgenommen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, der Endspurt ist schon. Jetzt nicht zu verachten. Schön. Okay, jetzt haben wir aber noch zwei Runden und die Aussicht sogar noch auf Level 5. Aber da wird er, glaube ich, nicht reingehen. Aber egal. Schöne Runde. Hätte ich in der Form nicht gedacht. 10 Cent Einsatz, wie gesagt. Und 5 Säcke eingekauft. Letzte Runde. Jetzt haben wir noch die Option auf dem Bonuswagen. Und? Nee, leider nicht. Okay, Summe mehr als verdoppelt. Lief su super, würde ich mal so sagen. So, das sieht schon mal geil aus. Das wollen wir mal nochmal da reingehen. Ich bin jetzt nur scharf auf einen höheren Multiplikator. Aber wieder mal zwei. Okay. Auch hier diesmal der Anfang nicht so prickelnd. Obwohl, das wird eine schöne Brandrunde. Ja. Gibt einen schönen Schleifschaden am Arsch. Sehe ich sofort. Obwohl er dann noch nachpustet, aber das ist gerade nur Schmuck am Nachthemd. So kann es auch laufen. Also wie gesagt, man muss immer Respekt haben vor der Summe, die man da einsetzt. Sage ich euch immer wieder, ja, und je höher man nach oben geht vom Einsatz her, werden natürlich auch die Freispieler.
teurer im Einkauf, wenn man normal zockt, sowie auch natürlich die 5 Säcke. Und die können natürlich astronomische Summen verschlingen. Je höher man nach oben geht, deswegen sollte man da besser auf einen kleinen Einsatz rumeiern in Sachen Freispiele einkaufen, sonst kommt der Tod näher. Ja. Okay. Ihr seht selber, klar habe ich jetzt einen Vorteil gehabt, aber ich habe nicht mal einen Einsatz rausgeholt. Muss man immer, obwohl die Runde vorher natürlich gut lief. Ich brauche eigentlich nur eine Runde mit einem schönen Multiplikator. Ach, jetzt habe ich noch eine normale Runde reingehauen, sorry. War mein Fehler. Okay, lassen wir das Ding einmal auf, schnell auf Turbo durchlaufen. Wobei man immer wieder sagen muss, hier zum Beispiel auf 10 Cent ist halt also, wenn man hier Freispiele einkauft, ohne die 5 Säcke ist ja natürlich alles noch im grünen Bereich. Da können ja auch Unfälle passieren, aber das hält sich noch in Grenzen. Ja, die Runde ist gelutscht. Okay, dann kaufen wir uns wieder die 5 Säcke ein. So, das waren gerade 15 Euro, die ich da rausgeschossen habe. Das geht noch. So, da haben wir mal zwei. Vielleicht haut noch einer zu. Nee, leider nicht. Einen Tag hat er mal 5 reingehauen, mal 7 reingehauen und darauf bin ich natürlich scharf. So. Und der nächste Anlauf. Muss jetzt noch ein bisschen was passieren, sonst verändert er da. Okay, das hat er jetzt noch gemacht. Haben wir dann mit in die nächste Runde reingepostet. Aber damit kann man den Krieg leider nicht gewinnen mit 5,80 € hier. Okay, jetzt hat er die Zigarre da reingehauen. Also man kann im Endeffekt nicht so unbedingt sagen, nach 2-3 Runden hat sich das alles hier so erledigt. Hier muss man durchaus auch manchmal Minus in Kauf nehmen am Anfang. Und dann erst haut er eine Runde rein, die dann wahrscheinlich alles wieder glättet. Hier zum Beispiel ist das eine Minusrunde gewesen, aber ging auch einigermaßen. Wie gesagt, man braucht nur einen starken Multiplikator und Runde 4 vielleicht. Auch der Bonuswagen kommt hier genauso oft wie in anderen Runden und mal 5, das meinte ich darum. Hier mal 8. Das Ding ist sehr interessant. Jetzt muss er nur vernünftig aufbauen. Dann gibt es Schmalz auf der Stulle. Und das gibt dann normalerweise, wenn man jetzt Freispiele kauft, mal 8. Solche Runden gibt es eigentlich eher selten. Da gab es ja schon mal Multiplikator mal 2. So sind meine Erfahrungswerte. Mal 8 ist schon heftig. Jetzt muss er weiter aufbauen und immer schön links bleiben. Und viele Säcke natürlich reinposten. Ja, schon mal vor. Scheiße. Okay, macht er noch. Hat uns sich schwer. Jawohl. So, das Runde 3 schon mal drin. Jetzt hoffen wir, dass er ein bisschen Gewinne da rausschmeißt. Ah, schade. Schlecht kombiniert. Der sieht ja selber, so scheiß Gewinne hier. Die er kombiniert hat, gibt es sogar noch 16 Euro drauf. Und wieder schlecht kombiniert. Boah, jetzt gibt mal Gummi hier. Ja, das ist die rothaarige. Und ja, leider nicht richtig mitgenommen. Auch ein Vollbild, ne?
auch schlecht. Schlechter Gewinn. Aber immerhin, ich bin jetzt also erstmal schon vorne. Vielleicht geht da noch Level 4. Oh, das ist natürlich schlecht. Das ist hier gerade unten schon den Sack rechts. Da darf er natürlich nicht hin. Jetzt wird es ekelhaft. Und da muss er wieder raus, der Dicke. Ja, sonst haut er mir alles kaputt. Genau, da habe ich mir gedacht. Und, ja, schade. Okay, Summe fast verdoppelt. Aber hätte er noch ganz anders laufen können. Da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Auch mal 4 ist auch gut. Ja, da kann man auch nicht meckern. Ja, ihr habt gerade gesehen, das ist so ein Auf und Ab, aber mal 8, da kann der, wenn er die rote Alge da reinpflastert, dann scheppert das richtig. Und dann kann natürlich auch noch super mit dem Bonuswagen da nach vorne pushen. So, mal 4 ist natürlich auch schön. Guck mal, was er jetzt macht. So. Schön. Komm, einen noch. Jawohl. Gerade zu. Und auch eine scheiß Gewinn komme ich natürlich wieder. Da ist hier runter gekommen. Ah, scheiße, macht er den blöden Mops da hinten dran. Das machen wir aber auch quer. Kein vernünftiger Gewinn. Ja. Auch zu früh gefreut. Ich glaube nur, dass ich meinen Einsatz hier rauskriege gerade, denke ich mal. Noch 2 Runden. Nee. Auch hier bleibt er bei Level 3 kleben. Das war's. Okay, da gehen wir gleich nochmal rein. Spannende Geschichte finde ich mit den 5 Säcken. Allerdings nur auf so einem kleinen Einsatz. Auf 20 Cent mache ich das Ding natürlich nicht. Oh, mal 5, jawohl. Kommt nur Nummer 2 dazu? Nee. Naja, vielleicht macht er jetzt was. Mhm. Dazu schon akzeptabel aus. Ja, lass mal die Level 3 erreichen. Hat schon mal absolute Priorität hier. Und jawohl. Position natürlich kacke. Ja. Okay, jetzt hat er die Zigarre da so ein bisschen reingeholt. Aber ihr seht selber, ne? Also es ist nicht damit getan, einen super Multiplikator zu haben. Der muss auch von der Position top. Oh, jetzt hat er die Rothaare reingehauen. Das ist schon mal lecker. Gucken, auf welche Summe jetzt kommt. Okay, jetzt wird hier fast abgekackt. Steht mir aber immer noch zu weit rechts, der Dicke. Ja, natürlich ganz schlecht. So, das ist natürlich, jetzt wird er da verkümmern. Scheiße. Okay, ein bisschen Gewinn noch gemacht, aber eher sehr schmal für so einen Multiplikator. Dann mal direkt nachkaufen. Mal 2. Okay. Das war dann der Standardsatz hier mal 2. Jetzt ist noch nicht viel passiert, also weder Plus, Minus noch in so einem Bereich. Da gerade mal zwischenzeitlich Plus gehabt. Das ist noch ganz trocken hier.
Aber ich glaube, die Runde wird schon eher schlecht werden, denke ich mal. Okay, das macht ganz gut nach links. Level 3. Ich soll weiter rein. Gut, also eigentlich ganz gut im Lauf. Und ja, jetzt muss er schon posten. Für Level 4. Nee, da bleibt er dran kleben. Einmal schon gedacht. Schade. Und oh, haut mich doch noch ins Level 4 rein. Position sogar noch okay. Aha, zwei kommen noch mal nach. Mal gucken, vielleicht kann er jetzt noch ein bisschen was drehen hier. Ah, schade. Zigarre und die Rothaarige hat er reingehauen, aber nicht richtig komplett hinten. Okay, ein Puffi hat 52 Euro rausgekackt, das ist eigentlich noch gut. Komm noch ein hinterher. Ah, den Schmutzzylinder, ey. Jetzt Bonuswagen, komm. Was ist denn solch ein Vogel, ey? Na, okay. Läuft nicht schlecht, sagen wir mal so. Wieder mal zwei, oder? Mal vier, okay, gut. Sehr gut. Also es wird auf jeden Fall nicht bei mir zum Standard, nicht falsch verstehen, Leute, das ist trotzdem eine Summe noch mit diesen 61 Euro, auch zu heftig. Aber sicherlich mache ich da mal so zwischendurch. Finde ich es schon interessant, die Option. Allerdings nur auf 10 Cent. So. Jawohl. So muss es sein. So, drei dazu und Abfahrt. Mal vier ist schon gut, also kann man nicht sagen. Hat er den Zylinder eingezogen. Ist auch eher sparsam noch von den Gewinn her. Hat der Mops. Das Spiel ist einfach geil. Nach wie vor. Es ist einfach geil. Und da bleiben, kann ich auch verstehen, dass da viele drauf hängen bleiben auf das Ding. Ist einfach top. Ja, das war's. Okay. Können wir noch ein, zwei Runden wahrscheinlich laufen lassen, sonst muss ich dann wieder schneiden, habe ich keinen Bock drauf. Besucht mich gerne mal in meiner WhatsApp-Gruppe, Link ist unter dem Video, Leute. Wenn ihr da Fragen habt zu den Spielen, wo ich spiele und wenn der ein oder andere gerne mal einen Plausch mit mir halten möchte. Ach du Scheiße, wie falsch links noch gedrückt. Mann. Bin ich schon auf Turbo weg hier, die ganze Geschichte. Pah, ich weiß auch gar nicht, wo ich meine Birne bin. Fürchterlich. Aber Alzheimer dazu, glaube ich. Ich mache das mal auf Turbo. Läuft doch ja gar nicht schlecht in der normalen Runde hier. Wie gesagt, sorry Leute, ich habe mich jetzt gerade verrückt. Wollte eigentlich die Optionen mit den 5 Säcken. So. Okay, dann haben wir die Sache ja auch beendet. Ich glaube, wir haben ein bisschen Gewinn. Okay, jetzt geht es doch weiter in einem alten Modus.
60 Euro 20, okay. Jetzt können wir nur noch einmal drehen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt eine schmackhafte Runde noch dabei haben. Mal 3. Gut. Das sieht schon ganz akzeptabel aus. So. Letzte Runde, Leute. Ja. Hoffen wir das. Also ich glaube jetzt plus minus null. Ich war schon vorne. Aber natürlich jetzt nicht so viel. Aber na. So kann es manchmal auch laufen. Schlecht das Ding da. Das ist ja genau da, wo ich ihn eigentlich nicht haben will. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag noch, euch allen zusammen. Und viel Spaß heute beim Flirten. Heute ist ja Weiberfastnacht. Wir sehen uns in alter Frische. Bleibt gesund, Leute, und passt auf eure Moneten auf. Wie gesagt, besucht mich gerne in der WhatsApp-Gruppe. Link ist unter dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und vor allen Dingen viele Gewinne. Und ciao.